Ich lade dich nun ein zu einer Meditation, in welcher du Kontakt bekommen wirst zu deinem inneren Saboteur. Vielleicht kennst du diese Situationen, wenn du plötzlich Dinge, die du so gerne tun wolltest, aus unerklärlichen Gründen nicht mehr tust. Vielleicht geht es dir so, dass du manchmal eine große Blockade hast und Dinge nicht tust, obwohl du sie dir so sehr gewünscht hattest. Und vielleicht kennst du auch diese innere Stimme, die zu dir sagt, das brauchst du nicht. Diese Stimme, die dich davon abhalten möchte, etwas zu tun, was du dir vorher so sehr gewünscht hattest. Manchmal entsteht ein Dialog, ein innerer Dialog, in welchem du die Stimme hörst, welche sagt, das brauchst du nicht, bleib lieber da, wo du bist, das ist doch nichts für dich. Warum willst du jetzt etwas ändern? Mach es dir doch bequem, bleibe einfach zu Hause. Es gibt ganz viele solcher Sätze, die du ab und zu hören wirst oder schon gehört hast. Und wenn wieder so eine Situation entsteht, dann bitte ich dich, mit deiner inneren Stimme zu sprechen. Sage einfach zu deiner inneren Stimme, welche von deinem inneren Saboteur kommt. Lieber Saboteur, es ist schön, dass du da bist und ich höre auch das, was du sagst. Aber weißt du, ich habe mich entschieden, jetzt etwas ganz anderes zu tun. Ich habe mich entschieden, genau das zu tun, was ich mir vorgenommen hatte. Ich höre, was du sagst, aber ich gehe jetzt meinen Weg. Und wenn du möchtest, kannst du deinem inneren Saboteur auch einen Namen geben. Du kannst ihn taufen und du kannst ihn dir zum Freund machen. Denn sobald du beginnst, mit deinem Saboteur wie mit einem Freund zu sprechen, verliert er an Macht. In dem Moment, wo du sagst, ich höre, was du sagst, du darfst auch alles sagen,
aber ich gehe jetzt trotzdem den anderen Weg. Hat er keine Gewalt mehr über dich? Und in dem Moment kommst du genau dorthin, wo du hin möchtest. Mache dir deinen inneren Saboteur zum Freund. Gebe ihm einen schönen Namen und lasse ihn reden. Verfolge aber das, was dir wichtig ist. Denn alles, was wichtig für dich ist, kommt aus deinem Herzen. Es sind die Impulse deiner Seele, welche dich dazu bringen, Entscheidungen zu treffen, die dich voranbringen. Und wenn dann dein innerer Saboteur wieder einmal beginnt und dir sagen möchte, dass dies doch nichts für dich wäre, dann antwortest du zu ihm, dass das sich geändert hat. Dass du dich entschieden hast, jetzt etwas Neues oder etwas anderes zu tun. Und dass es schön ist, dass er zu dir spricht, du aber dennoch deinen neuen Weg gehst. Du wirst sehen, dass dein innerer Saboteur mit der Zeit immer weniger Gewalt über dich hat. Und du wirst aus den Erfolgen, die du erleben wirst, wenn du neue Schritte tust, immer stärker werden. Du wirst ganz glücklich sein und ein neues, freies Leben beginnen können. Denn es wird niemand mehr hier sein, der dich zurückhält. Und so wünsche ich dir ganz viel Freude, wenn dein innerer Saboteur wieder beginnt, mit dir zu sprechen. Denn du hast jetzt eine ganz besondere Taktik, mit welcher du ihm begegnen kannst. Und so freue ich mich für dich, dass ab jetzt dein Leben eine neue Richtung einnimmt. Ich danke dir für das Zuhören.